Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII. In der letzten Folge haben wir endlich den Zugang zu Sektor 7 erreicht und dann haben wir mitbekommen, wie Tifa aus Sektor 7 rausgeschaffen worden ist mit ihrem sehr schicken, exotischen Anzug, der eigentlich für mich war. Und nun sind wir auf dem Weg nach Sektor 6, um sie zu retten. Viel Spaß! Ich freue mich schon, die anderen Waffen zu entdecken. Sieh mal da! Da wollte ich nicht hin. Ziemlich protzig. Das muss Corneos Villa sein. Ja. Aber da gehen wir gleich hin. Vorher, wir müssen auf jeden Fall noch Alecken erstmal kunden. Einfach um Truhen und so weiter zu finden. Und ich wette, hier ist ein Geheimgang eigentlich in die Villa. Oder was ist hier? Ich habe das Gefühl, dass das hier der richtige Weg ist, den ich eigentlich nicht nehmen möchte. Okay, ich sehe Sackgassen. Sackgassen, nicht Kassen. Schweinerei. Okay, wir brauchen Schlüssel wahrscheinlich wieder. Kann ich hier hoch? Nein. Hier ist die Mauer. Ja. Eines Tages werden wir hier die Mauer erklimmen und die Stadt befreien. Währenddessen David Hasselhoff für uns singt. Na gut, wir brauchen Schlüssel. Steht da auch Einzelheiten drauf? Nein. Erschließungsgebiet. Was ist damit? Oh, Spielverderber. Na gut, das dazu. Dann gehen wir die nächste Gasse nach links rein. Wenn wir irgendwo einen Schlüssel finden, freue ich mich einen Keks. Ich will alles haben. Mich ärgert das immer noch mit der Kirche, dass ich da immer noch nicht hin konnte. Hier können wir doch nicht rein, ne? Nee. Kommt bald bestimmt. Ich bin doch sonst ich werde lieb. So, was haben wir denn hier? Willkommen. Bist du auf der Suche nach etwas Bestimmten? Sieh dich in Ruhe um. Ah, ich sehe schon. Ich möchte das Grüne. Denn Aerith steht das Rote bestimmt besser. Und ich meine, mein Blond, ne? Da passt einfach grün am besten. Hallo, Karte. Danke. Also gut, geradeaus und links. Musik! Hallo, wir sind eine Apotheke, aber wir bieten auch andere Dinge an. Musik. Honeybee in. Und ansonsten nichts Großartiges, was ich möchte. Herzlichen Dank. Wir müssen ein bisschen sparsam sein. Können nicht unendlich Geld verdienen. Noch nicht. Ein Set? Wie Set? Wer hat das gesagt? Hm. Ist das? Hä? Vielleicht kaputt? Wir versuchen es nochmal. Hauptsache immer drauf drücken. Vielleicht kaputt? Hm. Komisch. Aber ich erinnere mich so ein bisschen daran. Wie? Ist nichts rausgekommen? Da muss wohl das Fließband gehakt haben. Der Wettbewerb ist hart. Der hat mich versucht zu erschießen. Nur keine Scheu. Der automatisierte Verkauf. Ist was? Keine Panik. Die Nacht ist noch jung. Bei dem alles in Ordnung war? Der sah gar nicht gut aus. Das sollte sich mal ein Arzt ansehen. Aber hier, in dieser Gasse.
Man hört so furchtbare Geschichten. Herrje, komm doch endlich raus! Wieder ein Mann im Mantel. Ja? Hab das Gefühl, da hinten kommen wir nicht weiter. Du siehst auffällig aus. Okay. Was ist los? Diese Bauchschmerzen. Okay, was hast du dazu zu sagen? Was ist mit deinem Kumpel los? Hey, du Vogel! Ist klar, was passiert, wenn du hier schlapp machst, oder? Selbst wenn du hier krepierst, wird dir keiner helfen. Okay. Motivierte Sprüche für den Typen, der fast am Kotzen ist. Ich will das Ding. Habt ihr euch der Sache angenommen? Alles erledigt. Allerdings hat der Neue es verpfuscht und wurde von Touristen gesehen. Beseitigt sie, allesamt. Bist ganz schön neugierig, dass du dich in diese dunkle Seitengasse traust. Weil du so mutig bist, lasse ich dich noch einmal laufen. Ausnahmsweise. Sagt er, nachdem er mein Schwert sah. Den Neuen etwa auch? Okay, da kommen wir irgendwann hin. Wir können uns gegenüber Corneo oder Sam. Ich sehe eine Tür. Mama! Was los? Ist was? Kann ich noch mehr? Okay, viele Rätsel. Keine Antworten. Geil, das liebe ich. Ist was? Na gut. Kann man hier vielleicht irgendwie hin? Durch die Tür oder so? Was los? Du bist der Gangster? Okay, das heißt, wir waren hier beim Krämerladen und hinter uns müsste sich noch ein Laden befinden. Der linken Seite. Den ganzen Tag nichts als Arbeit. Machen wir einen Abstecher ins Nachtleben. Hallo? Hast du das Schild draußen gesehen? Bei mir gibt's Materia. Deswegen bin ich hier. Wiederbeleben. Ja, einer reicht eigentlich. So, Toxin. War nicht schlecht. Könnte noch einen Ausweichumschlag holen. Für tiefer oder so. Der Standardangriff direkt nach dem Ausweichen wird ein... Ah, okay. Das heißt, ich rolle und dann schlage ich. Okay, jetzt weiß ich es auch. Manchmal braucht man einfach nur ein bisschen Zeit. Besten Dank. Okay, gucken wir uns nochmal kurz unsere Materialliste an. Wir haben ja ein bisschen was Neues. Und zwar für Aerith. Gebet bleibt natürlich Aisra, Vitra. Ich glaube, Vitra kann ich wegnehmen, weil sie kann ja sowieso heilen mit Gebet. Ja, da. Wir müssen auf Stufe 5 kommen. Und zwar haben wir Wiederbeleben dazu bekommen. Plus... effizientes Blocken, nein. Provozieren. Magieboost, MP-Boost. MP-Boost. Amplifikation. Flächeneffekt für verbundene Materia. Effektstärke sinkt. Oh, Materia, die verbunden ist. Uff, dafür bräuchte ich jemanden, der viel MP hat und wirklich nur mit Materia arbeitet. Ich meine, im Endeffekt... Gucken wir mal an, was Cloud so hat. Chakra, ja, Chakra brauche ich eigentlich. Blitzer, Analyse. Ich müsste halt, Analyse müsste ich jemand anderen geben. Ich brauche halt noch, ich brauche mehr Materia-Slots. Dann könnte ich das machen. Also richtig schön Blitzer auf alle. Oh, das wäre schön. Was los? So, wir haben ja noch einen anderen Materialladen. Und zwar Shadley. Und da schauen wir jetzt vorbei. Und dann waren wir überall. Und dann können wir weitermachen. Bist du Shadley? Jetzt guckt doch mal her. Gebt euch knapp dein Leben. Ach so, du bist Shadley. Ach ja. Hallo Cloud. Für meine Forschung bin ich bereit, bis ans Ende der Welt zu gehen. Aber ihr Fortschritt hängt von dir ab. Ich freue mich über jede Unterstützung.
Yay. VR-Missionen Shiva. Huh, okay, keine neue. Ha. Kaufen. Luft. Alles klar. Magische Verkettung. Ein Zusatzangriff wird mit der verbundenen Materia dem Angriff des Anführers hinzugefügt. Kann mit den Materia Glut, Frost, Gewitter, Luft und Toxin verbunden werden. Gucken wir uns das Video mal an. Ach so. Dann machen wir es zusammen. Okay, das ist cool. ATB Boost. Ermöglicht mit L1 und R1 den Einsatz von ATB Boost. Bei Aktivierung wird der Stand der ATB-Leiste verdoppelt, kann nicht in kurzer Folge ausgeführt werden. Das ist auch cool. Und stehlen. Oh, ja. So viele tolle Sachen. Alt, was war das? Magische Verkettung? Habe ich die nicht gekauft? Hätte ich schwören können. Cloud, ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln. Cloud, ich habe einen Kampfbericht für eine neue Beschwörermaterie erstellt. Besiege die Esper, um die Materia zu vervollständigen. Oh Gott, das ist scheiße. Wie sieht es eigentlich aus mit den Kampfberichten? Ich habe da lange nicht mehr reingeguckt. Schockphänomen. Wende Spezialfähigkeiten bei Gegnern im Schockzustand an und lade insgesamt 10-mal eine Einheit der ATB-Leiste auf. Okay, Esper. Untersuchung zu den besten Midgars. Schockphänomen habe ich auch. Analyse des Zustands Vision. Zweimal Vision anwenden. Okay. Ah, gut. Ja, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Ich bin dir sehr dankbar für deine Unterstützung. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Ja, wir kaufen erstmal Materia. Meister der Gegenstände. Verbessert die Wirkung von im Kampf eingesetzten Gegenständen. Ah, besitzen. Hat mich das gerade 5000 Gil gekostet? Ich hätte mal darauf achten sollen. Schokomoppel. Okay. Kann ja nicht so schwer sein. Jetzt lege bitte deinen portablen Kampfsimulator an. Kann ja nicht so schwer sein. Oh, ich habe Arrows dabei. LOL. Wie easy. Das heißt, ich hätte das bei Shiva auch machen können. Übernimm du. LOL. Jetzt zeig ich euch, was ich kann. Nur ein bisschen scheiße. Und auch mit dir. Yay. Na? Yay. Geht genau her. Daumen gedrückt, Kupo. Auch mit dir. Oh. Fragezeichen? Okay. Das hätte ich wissen müssen. Okay, machen wir erstmal ein Gebet. Zack. Es geht los. Und dann töten wir das Fragezeichen nicht. Oder auch nicht. Warte. Aber mit Arrow wird das doch ein Kinderspiel. Weh? Du lass dein Müllbar bei dir. Was ist denn los mit dir? So. Weißt du was? Du kriegst eine Störung. Was ist das denn? Ach so, meine neue Fähigkeit. Hältst du das aus? Das war's dann. Okay, nett. Aber ich muss leider wieder heilen. Oh Gott, das kleine Viech. Au. Es werden immer mehr. Ich muss mal nochmal ein Gebet machen. Es geht los. Zack. Ich muss mal eine Analyse machen. Analyse. Wieso nicht? So, ein von Schokomoppel beschworenes mysteriöses Plüschtier. Es sieht aus wie ein bestimmtes Monster, dessen Name 6 Buchstaben lang ist. Keine taktischen Informationen verfügbar.
Okay. Jetzt verzieh dich! Und tschüss! Ich bin bereit, bis hier und nicht weiter. So. Analyse, Chocomoppel. Nur kein Übermut. Also. Stark resistent gegen Fixschaden, was auch immer das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Na komm, machen wir den erstmal ein bisschen anfällig. Das war's! Nicht mit mir! Verrecke! So, dann machen wir noch mal kurz Blitzradar rein. Zack! Zack! Alles geben! Und jetzt. Störung! Das wird wehtun. Ja. Und tschüss! Oh, mein Limit ist nicht voll. Das wird wehtun. Alter, wie lange ist der denn da? Ende des Schreckens, komm! Oh. Ich würde sagen, recht einfach. Ach komm mal, meine Beschwörung ist sogar da. Ifrit, komm. Viel Spaß. Hat er sich gerade geheilt? Nee, das wüsste ich aber. Kannst du mal aufhören damit? So, ich will aber gleich eine Esper-Fähigkeit einsetzen und gucken, oh, ob er danach verschwindet oder nicht. Esper-Fähigkeit, Feuerbrunst, Chocomob. Das war's. Los geht's. Abschauen. Machen wir. Oh, nö, er verschwindet auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube, die Zeit wird reduziert, in der er da ist, oder? Achten wir mal darauf. Am besten auf jeden Fall, ich krieg den nochmal in den Schockzustand. Okay. Plus Limit. Also ich glaube, der ist am Arsch. Jetzt wird abgerechnet. Ja. Genug. Oh, das war einfach. Erschreckend. Na dann. Nach dem Kampf gegen Shiva. Ich hätte gegen Shiva auch viel leichter kämpfen können, indem ich Aerith Cloud mitnehme. Herzlichen Glückwunsch. Hiermit wäre verifiziert, dass das Universum durchaus Humor hat. Dein lustiger Partner Chocomoppel und du. Mit vereinten Kräften werdet ihr Shinra schon überrollen. Vor allem, ich habe Shiva alleine fertig gemacht. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Alleine. Ich hätte es nicht alleine machen müssen. Ich hätte abwarten können und mit einem verdammten riesigen Team dagegen antreten können. Naja, gut. Lassen wir es erstmal. Ja, cool. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Aber du hast nichts Neues sonst, ne? Nein. Ich habe mein ganzes Geld schon ausgegeben. Auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Ja, war nice. Hat mir gefallen. Der Kampf war lustig. Also der war nicht wirklich fordernd, aber lustig. Hallo. Guck nur vorbei. Das hier ist mein kleiner, aber feiner Platz. Ja. Weit weg von all dem Lärm da unten. Kannst auch ruhig behalten. Den will ich nicht. Alexir. Na gut. Ich bin dann wieder weg. Viel Spaß mit deinem Platz. So, wir haben alles besucht. Wenn ich die Map gleich sehe, eines Tages. So. Da haben wir noch eine Seitengasse. Und da haben wir noch eine Seitengasse. Die beiden fehlen noch. Ich hab schon wieder den ganzen Lohn bei der Bühne. Was denn? Oh. Das hier ist auch eine Kneipe. Hallo. Schon gewusst, wenn man durch diese schmale Gasse geht, dann... Alter Lüstling, bist wohl wieder zum Honigtöpfchen, hä? Hä? Das ist ein geheimer Weg, damit meine Alte nichts erfährt. Man muss allerdings aufpassen, dass man nicht über die Besoffenen stolpert. Ah, okay. Hier geht's rein in den Laden. Corneo macht mit dir, was er will. Wie lange lässt du die... Bitte, Mann. Was? Gib ihn mir. Ich muss
Dann schleichen wir uns einfach mal rein. Materia, Materia. Ich liebe dich, Materia. Lass mich durch, bitte. Dankeschön. Barriere. Ach du Scheiße. Alleine der Geruch lässt mich... Noch ein Kranker. Das sind ganz schön viele Kranke, oder? Also zwei. Wenn das für dich viele sind, dann sind es viele. Und ich sag, es sind viele. Weil normalerweise sehe ich immer nur einen Kranken. Und das bin ich. Und das heißt, wenn man mehr sieht, als man kennt, dann sind das viele. Ich weiß es. Gib sie mir. Das ist die einzige, die mir noch fehlt. Kommt nicht in Frage. Ich habe selbst ewig gebraucht, bis ich es hatte. Oh, ich will auch den. Ich will auch die Esper. So. Für Barriere hat es jetzt sich nicht wirklich gelohnt, aber gut. Was? Du willst schon nach Hause? Ach, nö. Jetzt habe ich die gleiche Platte nochmal gekauft. Willst du die haben? Wenn du möchtest, schenke ich sie dir. Farmboy. So viel Musik. Und da geht's nur wieder runter. Dann gehen wir hier entlang. Hier noch irgendwas? Hier noch irgendwas? Keiner, der mit mir quatschen will? Nein? Ich glaube, ich habe zu viel getrunken. Hm? Was für ein Glück, dass Anjan aus. Okay, hier war auch noch eine Sackgasse, ne? Ah, da. Das andere ist der Laden, da kommen wir sowieso noch nicht rein. Anjan ist ein Genie, wenn es um ästhetischen Ausdruck geht. Die Show hat er gesonnen. Das beste Honigmädchen ist Melitta, kein Zweifel. Oh, Melitta. Mit Kaffee zum Genuss. Moin, moin. Was ist? Du bist auch an unseren Versicherungen interessiert? Hat er gerade mal Moin gesagt? Ich schlag euch zusammen, das ist mein Spruch. Und ich komme hier nirgendwo vorbei. Vielleicht muss ich warten, bis Nacht wird und die alle abhauen. Oder Tag und die alle abhauen. Es ist ja Nacht irgendwie. Sagt er erst mal Moin, Moin. Was geht denn ab mit dem? Moin, Moin, ich geb dir gleich aufs Maul. So sieht's aus. Na gut. Dann wird's jetzt Zeit für Le Main Quest. Wo bin ich denn hier jetzt reingeraten? Das ist nicht die Main Quest. Hä? Wo bin ich und wie komme ich hier weg? Ah, okay. Jetzt waren wir wirklich überall. Und jetzt können wir zur Burg aufbrechen. Aber erstmal. Hey, kein Schritt weiter. Männer haben hier keinen Zutritt. Wir suchen jemanden. Ist das erste Mal, dass du hier auf dem Wallmarkt bist? Und wenn es so wäre? In die Villa kommt niemand rein. Das gilt besonders für Männer. Okay, lässt du mich dann rein? Für Frauen ist es sogar noch schwieriger. Aber Leslie, die ist doch eigentlich ganz brauchbar. Wäre nicht was für den Chef? Ganz brauchbar? Ganz brauchbar reicht uns nicht. Könnt ihr da echt nichts machen? Ist dir eigentlich klar, was das hier für ein Ort ist? Eris. Komm schon, Leslie. Klar, sie ist kein Model, aber ich glaube, sie könnte dem Don gefallen. Cloud, darf ich diesen Typen eine runterhauen? Ein andermal. Wenn du unbedingt auf Don Corneos Brautschau willst, musst du dir ein Empfehlungsschreiben holen. Ein Empfehlungsschreiben? Auf dem Wallmarkt gibt es drei Personen, die bei Don Corneo ein gutes Wort für dich einlegen können. Sam, der Typ mit den Schokobos, Madame M vom Massagesalon und Anjan, der Tänzer im Honigtöpfchen. Allesamt etwas eigene Persönlichkeiten. Ein Empfehlungsschreiben bekommst du von denen nicht einfach so. Verstehe. Aber ja, vielen Dank. Ich werde es versuchen. Wenn du wirklich rein willst, ist das der einzige Weg. Ja gut. Dann wollen wir mal zu dem Vertrauten. Ach ja, halten. Wie schön, dass es von beiden Seiten aufgeht.
Eris, bist du dir sicher? Hast du eine bessere Idee? Naja... Ich hab alles mit angehört, Leute. Tifa ist also in Corneos Villa, ja? Hä? Zu dumm, dass man sein Anwesen nur auf Empfehlung seiner engsten Vertrauten betreten kann. Ha! Mein Glück! Ich werde Tifa nämlich da rausholen. Yeah! Tifa, Schatz, ich komme! Schon bald bin ich bei dir! Wie süß. Der ist ja total verliebt. Ja. Ja, wenn du das süß nennst, ne? Ich kenne Frauen, die würden schreiend davonlaufen. Johnny, dir ist nicht mehr zu helfen. Ja, Leute, das war's für heute. Jetzt beginnt quasi die Chillzeit. Wir haben so ein bisschen Ruhe vor dem Sturm hier in Sektor 6. Wird's nochmal richtig lustig. Und ich freue mich auf die kommenden Folgen. Haut rein. Ciao.